Du wolltest doch immer deine Freiheit haben und... Ja, Sina, wollte ich. Wo es um dich ging. Okay, mit... Willst du die ganze Wahrheit? Mit Lynn ist halt einfach alles anders. Was ist mit Lynn anders? Es ist einfach ein bisschen entspannter. Und sie macht doch nicht immer so Szenen. Und außerdem macht sie mich einfach glücklich. Lynn, stimmt das? Ja. Und ich habe mich halt einfach in Lynn verliebt. Was hast du? Gott, was habe ich getan? Lynn und Jonas verbrennen gerade da drin. Wie kann man denn so sein, dass du dein Portemonnaie verlierst? Wieso hast du überhaupt ein Kondom in deinem Portemonnaie? Da jetzt ist sowas drin. Okay, jetzt helf mir beim Suchen und leuchte auf den Boden. Du warum hast den Kreis, du kein wie was ich weiß ich denn? Das ist doch alles Hightech. Oh. Was habe ich denn jetzt? Warum ist was ist denn hier? Guck mal, jetzt habe ich ein Viereck. Ja, schön, ich habe das Portemonnaie gefunden. Oh mein Gott, so. Okay, das bedeutet, wir müssen jetzt ganz schnell zurück und du sollst mir aufhören, damit ins Gesicht zu leuchten. Und dann können wir direkt da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Mhm. Mhm. Dann zeig mir doch mal, was du da in deinem Portemonnaie drin hast. Ich zeige es dir. Und zwar. Wo ist es? Jetzt komm, verarsch mich nicht. Wir sind jetzt hier nicht in die Warte, Kette warte, gelaufen, das damit war wir hier jetzt. Nein, komm schon. Das heilige Kondom. Ich hoffe, dass Luna ein Einzelkind bleibt. Erstmal. Ich muss was tun. Ich muss sie retten. Ich bin noch keine Mörderin. Was brennt es? Ich habe weiß es nicht. Was macht? Was ist denn? Ich weiß es nicht. Ist das Luna? Ich weiß es nicht, aber warum ist Luna in dieses Haus gerannt und warum brennt es? Haben wir die Kerzen ausgezündet? Ich habe alles ausgemacht, Lynn. Lynn? Jonas! Warum? Wir müssen ja irgendwas machen, ist die Lebensstil, warum rennt sie da rein? Ich weiß es nicht! Hör mir zu! Du holst jetzt die Feuerwehr und Krankenwagen und ich hol Sina da raus! Du holst nichts, Sina raus! Ich muss mich waschen! Ich muss. Wenn du da reinrennst, sie stirbt sonst! Hör doch mal! Hallo! Jonas, willst du... Sina! 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 Wach auf! Sina! Bewusstlos. Was machen wir? Was sollen wir machen? Wir können gar nichts machen. Los, Jungs, komm rein. Ich muss ins Na, morgen. Freut euch mal. Kerz hat richtig gute Laune. Da brennt die Luft. Alles gut? Digga, was ist mit Waschen? Kennst du Katzenwäsche? Kurz mal rubbeln. Die ganze Zeit. Hey, Schwester, es war ausgemacht, dass ich den Abend auf Luna aufpasse. Du wolltest dich mit Amelie treffen und... Darf ich bitte einfach nur mal ziehen? Ja. Nee, warte mal jetzt. Er sieht nicht aus wie Amelie. Und warum siehst du so komisch aus? Ist eine lange Geschichte. Wir wollen... Nee, stopp jetzt mal.
Warum riecht ihr so nach Feuer? Was ist passiert? Ich habe deine Tochter zur Kita gebracht, habe auf dich gewartet. Jetzt komme ich zu spät zur Arbeit. Willst du vielleicht noch weitermachen oder willst du dir anhören, was ich zu sagen habe? Ja, bitte, ich höre. Ich habe mich, wie du siehst, nicht mit Amelie getroffen. Aha. Und wir waren halt an so einem geheimen Ort, weil halt unsere Beziehung noch nicht öffentlich ist. Ja, und dann hat's angefangen zu brennen. Ist aber echt eine lange Story, war eine harte Nacht, wir wollen echt schlafen. Stopp! Was hat gebrannt? Man, denkst du mal ein bisschen logisch, Alter? Du hast eine Tochter, was ist los mit dir? Ja, und was macht ihr denn? Also, sag mal, als wenn ich irgendwie freiwillig in... Also, nein, Lilian, wir reden jetzt darüber, verdammte Scheiße! Was ist passiert? Wenn ich von Arbeit wiederkomme, klären wir die Sache! Scheiße! Hier sind Schmidtis Sachen, die kannst du anziehen. Und außerdem habe ich auch gerade mit Paula telefoniert. Die hat mich angerufen und eine Nachricht geschickt. Mich gefragt, ob wir auch beim Feuer dabei waren. Und dass sie bei Sina am Krankenhaus ist. Klinikum Berlin-Nord oder so. Es macht für mich einfach keinen Sinn. Was hat Sina da zu suchen? Guck mal, wir waren doch nur kurz raus, um dein Portemonnaie zu suchen. Und dann hat auf einmal dieses ganze Ding in Flammen gestanden. Ich meine, vielleicht haben wir ja doch vergessen, irgendwie Kerzen auszupusten. Nee. Oder gibt's irgendwie, keine Ahnung, wodurch... Ich kann mal im Internet gucken, wodurch kann sowas anfangen zu brennen oder so. Guck mal, also ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht und an den Kerzen liegt's nicht, weil ich habe extra darauf geachtet, dass die alle aus sind. Und du sagst schon, was hat Sina da gemacht? Ja. Ja, zähl mal eins und eins zusammen. Sina hat das Ding angezündet. Alles andere macht doch gar keinen... Lin, guck mal. Sie war gestern schon richtig komisch drauf in der Schule. Ich war kurz auf dem Klo, auf dem Mädchenklo, um mir Klopapier zu holen. Die ist da reingerannt wie so eine Irre und hat mir irgendwas unterstellt. Und keine Ahnung, du weißt wie... Sina würde doch, also, anzünden... Du kennst Sina, die ist unberechenbar. Und keine Ahnung, auch der Ort. Woher wusste sie, dass wir da sind? Die kann uns nur gefolgt sein. Ja gut, folgen... Ja. Ist ja das eine, aber die zündet uns doch nicht an. Hallo, du kennst Sina. Die macht solche Sachen. Du weißt, wie irre die ist. Und ja, das ist das Einzige, was sie macht. Nein. Doch. Joe. Hi. Ja, sorry, ich wollte mich melden. Ich weiß nicht. Also klar, es ist schon komisch, dass Sina ausgerechnet da war, als es gebrannt hat. Aber ein Feuer selbst gelegt? Eifersucht hin oder her. So weit geht selbst Sina nicht. Ich erzähle dir alles später. Es ist eine etwas längere Geschichte. Hallo. Guten Tag. Wir möchten zu Caroline Retze. Ja, das bin ich. Das trifft sich gut. Können wir mal reinkommen? Ja, klar. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, es geht noch mal um die Brandgeschichte von gestern Abend. Guten Tag. Dazu haben wir aber eigentlich schon alles gesagt. Ja, das ist bekannt, aber es hat sich eine neue Sachlage ergeben. Mhm. Die Spurensicherung hat Hinweise darauf gefunden, dass es sich um Brandstiftung handelt. Okay, also, ne, wie wir schon gesagt haben, wir sind da weg, da hat es noch nicht gebrannt und dann kam er kurze Zeit später wieder und dann stand das halt. Nein, 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 nein. Sina kann das Feuer nicht gelegt haben. Sie ist doch meine Freundin. Sie würde mir sowas niemals antun. Oder? Haben Sie Stimmen gehört? Nee, also mehr können wir nicht dazu sagen. Genau, wir sind halt weggegangen, weil wir Jonas Portemonnaie gesucht haben. Genau. Und dann sind wir wiedergekommen und dann hat es gebrannt. Kennen Sie Sina Albrecht? Ja. War die auch bei dem Brand vor Ort? Ja. War sie auch vor dem Brand vor Ort, als sie das Portemonnaie suchen waren? Nein, ja. Aber... Sie weiß, es ist eine Freundin von uns. Deswegen wird sie uns wahrscheinlich gesucht haben und deswegen war sie auch vor Ort. Also, wir werden bei der Staatsanwaltschaft Anzeige erstatten wegen Brandstiftung gegen Unbekannt. Mhm. Okay. Die Kripo ermittelt. Es werden sich dann wahrscheinlich noch neue Fragen ergeben und dann würden wir uns noch mal melden. Alles klar. Alles klar. Danke schön. Schönen Tag noch. Tschüss. Ist das
das dein Ernst? Alter, du kannst doch die Polizei nicht anlügen. Mann, ich hab ja nicht so richtig ganz gelogen. Du hast absolut gelogen. Und ich meine jetzt offensichtlich, dass Sina das war. Oder Brandstiftung? Ich hab nicht ganz die Wahrheit gesagt. Das ist Lügen. Wir wissen doch aber gar nicht, ob es Sina wirklich war. Es spricht ja nichts mehr dagegen, oder? Wir gehen jetzt ins Krankenhaus zu Sina. Und okay? Was soll das bringen? Dass wir einfach Klarheit haben. Und wenn sie uns dann sagt, dass wir... Caroline Retze! Was haben die Bullen auf dem Boot gemacht? Was ist hier los? Wir haben nur Routine. Also genau, wir noch ein paar Fragen wegen gestern. Wie nur Routine? Ja. Ins Krankenhaus. Kannst du Luna von der Kita abholen? Ja, kann ich machen, aber warum? Dankeschön. Zu Sina ins Krankenhaus? Was ist hier los? Ja, wir reden später noch. Mal. Später, ich möchte antworten. Ja. Dankeschön, also danke. Ja, später. Was ist hier los, Alter? Ich muss sofort mit Lynn reden. Und mit Jonas. Aber wo muss ich lang? Was ist los? Warum bist du hier draußen? Warum? Ist doch scheißegal. Erzähl mal, warum hast du uns angezündet? Was denn? Gibst du eigentlich zu? Kannst du noch reden? Was bist du für eine Freundin, Lynn? Du hast mich die ganze Zeit, ihr habt mich die ganze Zeit angelogen? Hey, Sina, wir mussten dich anlügen. Wir hatten gar keine Gewalt. Warum musstet ihr mich anlügen? Hey, du hast ihr wegen mir eine geballert, okay? Also stimmt es, ihr seid zusammen? Ja, sind wir. Aber du wolltest doch immer deine Freiheit haben und... Ja, Sina, wollte ich. Wo es um dich ging. Okay, mit... Willst du die ganze Wahrheit? Mit Lynn ist halt einfach alles anders. Was ist mit Lynn anders? Es ist einfach ein bisschen entspannter. Und sie macht doch nicht immer so Szenen. Und außerdem macht sie mich einfach glücklich. Lynn, stimmt das? Ja. Und ich habe mich halt einfach in Lynn verliebt. Was hast du? Du hast dich in Lynn verliebt? Willst du mich eigentlich verarschen? Was bist du eigentlich für eine Freundin? Treib jetzt ehrlich. Sina, fang jetzt nicht wieder so an, Mann. Stopp! Warum habt ihr mich angelogen? Warum seid ihr solche Arschlöcher? Komm mal runter jetzt! Ich wünschte wirklich, ich wäre nicht so dumm gewesen und ihr hättet beim Feuer sterben. Da hast du deinen Beweis. Hör jetzt auf! Warum war ich nur so dumm und wollte dich auch noch retten? Mann, ey! Komm mal runter, Sina! Sina! Los! Sina, hör mal auf! Sina, beruhig dich jetzt! Hallo, Paula. Lynn, noch mal ganz von vorne, ich verstehe kein Wort. Was? Nochmal. Ja. Wir kommen. Ja, bis gleich. Sina ist wohl unten vom Krankenhaus und macht da gerade eine Riesenszene. Ich weiß. Aha, dann komme ich am besten sofort gleich mit. Ja, also am besten nehmen Sie die Tür links. Mann, Lynn, wirklich, es tut mir leid. Warum hast du mir Jonas weggenommen? Warum bist du so? Mann, es war doch nicht meine... Komm runter jetzt! Es war nicht deine Absicht, willst du mich echt verarschen? Mann, ich hab das nicht mit Absicht. Lass mich los! Ich hab doch versucht, mich gegen meine Gefühle zu... Du hast doch versucht, dich gegen deine... Du bist so eine... Lynn, wirklich, ich hasse dich! Jetzt komm runter, Sina, Mann! Es tut mir leid, Mann, was können wir denn machen? Ja, keine Ahnung, die muss ich erst mal beruhigen. Nein, wirklich, ich... So hinterhält... Hör auf jetzt, Lynn, entspann dich mal jetzt! Sina. Du tust mir weh! Schatz, alles gut. Schatz, alles ist gut. Bitte beruhig dich, bitte. Sina. Bitte beruhig dich, bitte komm runter, bitte. Bitte, bitte, bitte. Kann ich sie nehmen? Bitte, Schatz, bitte. Alles wird gut, mein Schatz, okay? Alles wird gut. Hey. Sie hat es doch nicht anders verdient. Hey. Setz dich hin, komm. Du musst jetzt wieder zurückgebracht, okay?
Krass, ich hatte gerade richtig Schiss vor Sina. Und hätte ich gewusst, dass ihr die ganze Sache mit Jonas so zu schaffen macht? Ich weiß auch nicht. Was ist los? Was war denn los? Danke, dass ihr jetzt so schnell hier sein konntet. Sie ist einfach komplett ausgefüllt. Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Kommt ihr bitte mit ins Krankenhaus? Ich glaube, es herrscht Redebedarf. Ja. Wir müssen mal Klärschlaf machen, wie das ist. Schläft Luna? Ja, Luna ist am Schlafen. Hey. Wie war das Gespräch mit Sina? Was ist rausgekommen? Ja, Leute, ich höre. Sina hat den Brand gelegt und wollte uns quasi umbringen. Sina! Ja. Ich geh jetzt mal nach Luna gucken. Nee, kommt mal zurück, wir müssen jetzt darüber reden. Ich mach grad Suppe, alles. Hey! Was ist denn los? Kannst du mit mir reden? Sina wollte uns einfach umbringen. Die wollte uns töten, einfach nur, weil sie eifersüchtig ist. Das musst du dir mal reinziehen, das musst du mal in deinen Kopf kriegen. Ja, deswegen ist doch optimal, dass sie jetzt in Behandlung ist. Ja. Ich weiß einfach nicht, ob ich das noch kann. Was meinst du damit? Hey. Das ist mit uns. Meinst du das ernst? Ellen? Du hast doch gesehen, wie Sina damit geht. Ja, aber du kannst doch nicht unsere Beziehung in Frage stellen, nur wegen Sina. Hey, guck mal, wir haben doch lang genug auf sie Rücksicht genommen. Du hast ja gesehen, zu was das geführt ist. Lynn, ich kann nicht mehr ohne dich. Seitdem ich mit dir bin, ist... Du machst mich einfach so unglaublich glücklich. Lynn, ich brauch dich, wirklich. Wieso muss Jonas mir sowas Schönes ausgerechnet jetzt sagen? Es ist doch sowieso schon alles kompliziert genug. Stimmt das, was Sebastian mir erzählt hat? Was denn? Der hat mich rausgeschmissen und hat angedeutet, dass du dich jetzt trennst und dass das nicht mehr weiterläuft. Ich habe gerade Sami unten getroffen und er sagt mir, dass du in meinem Namen mit ihm Schluss gemacht hast. Hm? Wow, man kriegt hier keine Wohnung, es sei denn, man verkauft seinen Körper, seine Seele und seinen Arsch. Ich habe darauf keinen Bock mehr, ich gehe zurück nach Thailand. Ohne Spaß. Was? Hey, Mike, du kannst nicht zurück nach Thailand. Doch, kann ich. Mich hält hier sowieso nichts. Luna? Wo ist Luna? Wo ist meine Tochter? Wo habt ihr sie? Sie schläft. Sie schläft nicht. Du suchst unten, wir suchen draußen. Okay.